meine Freunde. Jeden Tag haben wir eine geistliche Berufung, also die auch hier in Medjugorje geboren wurde. Und heute ist mit uns Pater Toni Burset. Er kommt aus Australien. Ein kroatischer Australier, so wie sie ihn nennen. Und zwar ein Australier mit dem kroatischen Herzen. Und er hat sein Leben der Kirche gewidmet und den Kroaten. Er hat perfekt Kroatisch gelernt. Und seine ganze Familie strahlt diesen kroatischen Geist aus. Und sein Vater kommt immer wieder in den kroatischen Club nach Melbourne. Und er trägt auch sehr oft die kroatische Krawatte. Und jetzt werden wir das Zeugnis von Pater Toni hören. Ein Applaus für ihn. Und er hat nicht Angst, sein Geburtsort, sein Geburtsland Australien jetzt zu verlassen und hier dann nach Medjugorje zu kommen. Brüder und Schwestern, liebe Jugendlichen, ich bin Pater Anthony Burnside, beziehungsweise Pater Toni. Ich bin Priester, Ordensmann, ein Franziskaner und momentan bin ich in Konjic und zwischen Mostar und Sarajevo liegt das, hier in der Herzegowina. Und ich bin glücklich, dass ich hier mit euch zusammen sein darf bei dieser Begegnung der Jugendlichen und hier in Medjugorje bei so einer ähnlichen Begegnung, bei so einem ähnlichen Treffen. Da hat sich mein Leben geändert. Und hier habe ich unter solchen jungen Menschen, so wie hier jetzt, ich habe so sehr diese Anwesenheit Gottes gespürt, wie niemals zuvor. Und das war vor genau 21 Jahren, als ich das erste Mal nach Medjugorje hierher gekommen bin aus Melbourne, aus Australien. Und so, wie Sie sehen, nach meinem Nachnamen und so, wie Sie auch hören, meine etwas seltsame Betonung, also in Kroatisch. Ich bin nicht kroatischer Abstammung, also ich bin in Australien geboren und meine Vorfahren sind vor zwei Generationen, also zwei Generationen davor aus Schottland, Irland und England. Und was den Glauben angeht, viele meiner Vorfahren, sie waren nicht Katholiken, sondern sie waren Protestanten. Meine Mutter als junge Frau, sie ist konvertiert und sie ist katholisch geworden und heute meine Eltern und mein Bruder und meine Schwester und sie alle leben in Australien und ich bin der älteste Sohn meiner Eltern. Ich habe wunderschön die Kindheit verbracht und zwar auf unserer Familienfarm und ich habe auch exklusiv die Privatschule besucht und die letzten zwei Jahre der Mittelschule habe ich in dieser erhabenen Polizeiakademie dann abgeschlossen und dann in dieser großen Hochschule in Melbourne weiterhin dann und dann die letzte Zeit im anglikanischen Trinity College. Und dann, als ich das zweite Mal diplomierte und dann Postdiplomstudium, dann kam ich kurz hier nach Europa, um Urlaub zu machen. Und dann, als ich hierher gekommen bin, in das ehemalige Jugoslawien, 1989, und ich habe diesen Plan gehabt, dieses ganze Land zu besuchen, also die Orte abzuklappern und dann. Und ich wollte auch nach Medjugorje kommen, denn ich habe es so geplant. Ich habe gehört, da ist die Mutter Gottes erschienen und ich habe dann so das Ganze erst geplant, doch erst ein oder zwei Tage. Aber dann ist etwas ganz anderes geschehen. Nun, es war so, ich hatte eine wunderschöne geistliche Erfahrung, gerade hier in Medjugorje. Oben
auf dem Erscheinungsberg, dort, wo die Mutter Gottes erschienen ist, die Gospa, und ich habe im Gebet dies verstanden. Wenn Gott wahrhaftig existiert und dann auf die Fürsprache der Mutter Gottes von Medjugorje und ihrer mütterlichen Liebe, da habe ich von Neuem auf wieder begonnen, an den lieben Gott zu glauben und dann der liebe Gott, er möchte dann im Mittelpunkt meines Lebens sein und er muss dann im Mittelpunkt meines Lebens sein und dann einige Jahre, bevor ich nach Medjugorje gekommen bin, also damals zuvor, Gott war nicht auf dem ersten Platz bei mir, also in meinem Leben. Ich muss bekennen, in meinem Jugendalter, in der Naivität, ich bin in diese Falle gefallen, dass ich eben zu sehr diese materiellen Güter haben wollte und ich habe nicht an den lieben Gott gedacht und an den Nächsten, der in Bedürfnis war. Und dann, indem ich ungefähr im 20. Lebensjahr, also ungefähr, ich war 20 Jahre alt und dann habe ich Erfolg gehabt. Ich habe ganz viel Materielles erreicht, also viel mehr, als ich es eigentlich für das Leben gebraucht habe. Und dann, ich bin zur Heiligen Messe gegangen, nur deshalb, damit ich dann in Freundschaft dann, also ich war so in Freundschaft mit den reichen Familien und diesen Kindern, einfach damit ich mit ihnen dann zusammen bin, denn ich muss ja auch so Erfolg haben wie sie und dieses Reiche erzielen, diesen Reichtum. Und dann, ich war dann auf der Uni. Ich hatte dann ein großes Haus in Melbourne und da habe ich auch noch zwei Parzellen Land gehabt, eins größer in der Stadt und eins außerhalb der Stadt auf dem Land. Und dann hatte ich auch teure Pferde und 40 Kühe, die in unserer Familienfarm waren und dann auch ganz viel Geld auf der Bank. Aber immer weniger habe ich an den lieben Gott gedacht. Und ich habe auch den Nächsten vergessen. Und das ist so nun. Und wenn ich aber jetzt über mein Leben nachdenke, also ohne dem persönlichen Gebet, da wo uns die Mutter Gottes auch anregt, und dann dieses Erreichen vom Reichtum und dann auch eben die Verpflichtungen an der Uni und dann war ich auch tätig in der Politik. Und natürlich in so einem Rhythmus gibt es nicht so viel Platz für den lieben Gott. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendlichen, nach dieser tiefen Erfahrung hier in Medjugorje, ich bin nicht nur ein oder zwei Tage geblieben, so wie ich es am Anfang gedacht habe, sondern ich wollte doch etwas länger in Medjugorje bleiben. Ich bin dann in eine franziskanische Gemeinschaft eingetreten für die Laien, damit ich dann ganz tief all die geistlichen Gaben, also damit ich das Ganze vertiefe und das alles, was ich bekommen habe hier in Medjugorje und dann, indem ich hier in Medjugorje auch blieb und hier lebte, ich habe sehr viele Kroaten kennengelernt, Jüngere und Ältere, die auch hier geboren wurden, hier in der Herzegowina, Bosnien-Herzegowina. Und ich war sehr gerührt. Und dann, wo ich zur Heiligen Messe gegangen bin, in Kroatisch die Heilige Messe, und dann, indem ich gesehen habe, wie viele junge Menschen, Kroaten, hier zur Heiligen Messe kommen. Und im Westen, so wie in meinem Australien, die Kirchen sind fast halb leer, denn vor allem, es sind nur die älteren Menschen, die zur Messe gehen und die jungen Menschen, die gibt's fast gar nicht. Aber hier unter den Kroaten, da habe ich eine Kraft gespürt und diese Glut und die Liebe zu Gott und zur katholischen Kirche, das, was ich niemals zuvor
gespürt habe. Und im Unterschied von meinen Vorfahren aus England, Schottland, die schon lange aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, die Kroaten sind treu geblieben Jesus und dem Vertreter Jesu, dem Heiligen Vater. Und trotz großer Schwierigkeiten und Tragödien durch die Geschichte hindurch, also die Zeit des Bösen, die türkische Zeit, dann Kommunismus oder der neueste, aktuellste Krieg, der war auf das kroatische Land, die Heimat, und die kroatischen Katholiken, sie haben ihren katholischen Glauben bewahrt, indem sie und dann, indem ich hier längere Zeit blieb und dann mit ihnen zusammen gebetet habe, habe ich das Ganze verstanden und dann habe ich begonnen, auch mehr zu beten. Und indem ich mehr betete, habe ich auch die Anwesenheit Gottes in meinem Herzen immer mehr gespürt. Und gerade in Medjugorje habe ich begonnen, dies zu verstehen und dass Gott mich ruft und er suchte von mir, dass ich sein Priester werde. Und bis dahin, ich hätte es mir niemals erträumen können und ich habe auch niemals darüber geträumt, dass ich die Priesterberufung irgendwann haben werde. Und dann, ich habe ihnen erzählt, den Franziskaner, Patres, ich habe gesagt, ich möchte nicht die Kroaten verlassen, ich möchte hier bleiben. Und dann die Franziskaner, Patres haben mich angenommen, dann nach dem Noviziat in Humat, dann bin ich nach Zagreb gegangen, dort studierte ich die Theologie. Dann 1989 diplomierte ich und der Bischof Bosanic, er weihte mich zum Priester in der Kathedrale von Zagreb. Brüder und Schwestern, liebe Jugendlichen, diese große Wandlung in meinem Leben, es schaut für viele Menschen irgendwie seltsam, unmöglich und schwer aus. Und in Australien, als junger Mensch, habe ich meine Eltern verlassen, meine Geschwister, meine Freunde und dieses solide Reichtum, das ich hatte. Und unter den Kroaten, Katholiken, habe ich ein vollkommen anderes Leben angenommen. Und das war nicht ohne Schwierigkeiten. Ich bin hierher gekommen und zwar alleine, ohne Freunde, ohne der Familie. Und indem ich aus einem fernen Land komme, ich konnte kein Wort Kroatisch. Ich konnte die Menschen nicht verstehen und ich konnte nicht mich mit ihnen unterhalten. Und fast gar nichts habe ich über Kroatien gewusst und auch nicht über Bosnien-Herzegowina. Und meine Eltern am Anfang und vor allem mein Vater, sie haben nicht diese Entscheidung von mir angenommen, und zwar, dass ich hier dann auch bleibe unter den Kroaten, ganz weit weg von ihnen, von den Eltern. Und indem er beharrlich blieb, mein Vater, und er hat mir sogar gedroht. Er hat gesagt, ich werde alles verkaufen, auch die teuren Pferde, die ich so arg gern gehabt habe von all dem anderen. Und mein Vater war so sehr überrascht, als ich ihm dann gesagt habe, Papa, es ist schwer für mich, aber verkaufe du meine Pferde, verkaufe du alles, was ich habe und behalte alles für dich, denn ich weiß, was ich kann und was ich tun muss. Und ich möchte nach Medjugorje zurückkehren und ich möchte dort Priester sein.
Moja majka je nekako lakše prihvatila moju odluku da se Meine Mutter hat sehr leicht diese Entscheidung dann angenommen, diese Entscheidung von mir, dass ich nach Medjugorje dann zurückkehre wieder. Aber ich weiß, in Melbourne am Flughafen ganz besorgt hat sie zu mir gesagt, mein Sohn, wir wissen nicht, wohin du gehst. Brüder und Schwestern, meine Eltern haben dann diese Entscheidung angenommen, dass ich jetzt hier lebe. Und dann, als sie selbst nach Medjugorje gekommen sind, also nach 2 Jahren, kamen sie dann hierher und sie haben gesehen, wie gut hier die Menschen sind und einfache Gläubige. Und nachdem sie nach Australien wieder zurückgekehrt sind, meine Eltern haben dann auch eine Gebetsgruppe gegründet in Melbourne. Sie selbst haben diese Gruppe gegründet. Und ich habe mich so sehr gefreut, liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendlichen, auch wenn es für mich nicht leicht war, ich bin überglücklich und ich bin dankbar dem lieben Gott und der Mutter Gottes von Medjugorje und den Kroaten, dass ich diesen neuen Weg gefunden habe, diesen Priesterweg. Und liebe Jugendlichen, ihr, die ihr aus der ganzen Welt hier seid, ich bin fest mit euch und ich unterstütze diese Entscheidung, das, was ihr gegeben habt, hier mit den Jugendlichen zusammen zu sein. Es ist sehr wichtig, mit den anderen Gläubigen, den Katholiken, zusammen zu sein in Gemeinschaft. Und vor der Bekehrung hatte ich schon viele gute Freunde, aber sie waren nicht Katholiken, sie waren nicht praktische Gläubige. Von ihnen habe ich keine Unterstützung bekommen, keine Stütze für meinen Glauben, den Glauben an Gott. Und das hat mir ganz sicher dann auch geholfen und es hat dazu beigetragen, dass ich mich entferne vom katholischen Glauben. Und dann gerade in Medjugorje habe ich sehr viele junge Katholiken kennengelernt und vor allem junge Kroaten, die diese große Achtung zum christlichen katholischen Glauben hatten und zu den Priestern und zur Kirche. Und sehr oft in Australien und sonst in den anderen Westländern, die Menschen betrachten den Priester als einen seltsamen Menschen, sogar sozusagen einen Sonderling. Und aber diese Achtung, die dieses Volk hier hat, dieses kroatische Volk und hier in Bosnien-Herzegowina, die diese Achtung zum Priester haben, sie haben mir den Mut geschenkt, dass ich auch meine Entscheidung gebe und dass ich Priester werde, Franziskaner. Und gerade diese Erfahrung mit den jungen Menschen, Katholiken hier aus Medjugorje, dies zeigt, Brüder und Schwestern, liebe Jugendlichen, es ist wichtig, zusammen zu sein als Gläubige, als Katholiken, im Gebet mit den anderen Jugendlichen. Öffnen wir unser Herz dem lieben Gott, dass er uns stärkt im Glauben und in der Liebe zum Nächsten und zu jenen, die in Bedürfnissen sind. Und dieser feste Glauben gibt uns, dass wir uns dann nicht mehr als weniger wertvoll sehen oder als Nutzlose oder eben dann mit Liebe werden wir Katholiken, so wie ihr die Jugendlichen jetzt, wir werden gemeinsam stolz und mutig werden wir unseren christlichen Glauben bekennen, allen Menschen guten Willens in der ganzen Welt. Liebe Jugendlichen,
naša Međugorska Gospa, möge uns die Mutter Gottes aus Međugorje, die uns hier versammelt hat heute, möge sie uns lehren, dass wir immer ihrem Ruf erwidern und dass wir so wie sie alles tun, alles, was sie von uns verlangt. Und unser Herr Jesus Christus. Amen. Nun, wir haben seine Geschichte gehört, aber ich habe jetzt nicht die Antwort gehört, was dann mit den Pferden war. Nun, also die Pferde, leider, mein Vater hat doch alles verkauft, und wenn ich ein wahrer Franziskaner gewesen wäre, hätte ich alles den Armen gegeben. Und dann, ich habe nicht gewusst, dass mein Vater eben derjenige aus Schottland ist, und ich konnte dann diese Entscheidung nicht geben.